Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute etwas vorstellen, was ihr vielleicht schon kennt. Also ich kannte es persönlich noch nicht, also nur vom Hörensagen und Sehen, und zwar einen Beauty-Roller. Und zwar nicht so ein Beauty-Roller mit lauter Nadeln, sondern ein Beauty-Roller aus Edelstein. Dieser hier speziell ist aus Jade. Man kann den sich auch kaufen mit Amethyststein, Karneol, Rosenquarz. Ich bevorzuge Jade, weil Jade ist seit dem 12. Jahrhundert, ganz schön lange, ne, von chinesischen Kaisern schon als Heilstein gepriesen worden und wird auch in der traditionell chinesischen Medizin als Heilstein verwendet und in den 70ern von den Hippies entdeckt. Ketten, Amulette. Dann kam das in den 90ern und 2000ern mit diesen Buddha-Bändchen. Ich glaube, Richard Gere war derjenige, der damit anfing. Also Jade. Gut, man kann sich jetzt darüber streiten, ob es jetzt ein Heilstein ist, ob man daran glaubt oder nicht. Auch Hildegard von Bingen, die kennt ihr wahrscheinlich auch, die hat auch mit diesen Steinen gearbeitet. Diesen Hype um diese Beauty-Roller, die sind natürlich, oder dieser Hype ist an mir auch nicht vorbeigegangen. Aber ich tue mich schwer damit, mit diesen Nadelroller über meine Gesichtshaut zu fahren, weil man sich ja doch Verletzungen zufügt. Gut, die Haut erneuert sich dann, aber also wenn man sich Fotos oder Filme dazu anguckt, also es ist gruselig. Wellness für zu Hause, wenn ihr jetzt keine Zeit habt, zur Kosmetikerin zu gehen oder generell, um euch etwas Gutes zu tun. Also dieser Stein für die Gesichtsmassage wirkt durchblutungsfördernd und stoffwechselfördernd. Bei regelmäßiger Anwendung kann die Lymphe gut abfließen, das heißt angestaute Flüssigkeit kann besser abfließen und es geht ja vor allem darum, dass wir ab einem gewissen Alter, naja, unsere Gesichtskontur so ein bisschen erschlafft, man so ein bisschen Hamsterbäckchen bekommt und also ein Facelift, ja, braucht man nicht drüber reden, ist also indiskutabel. Also durch regelmäßige Anwendung erlangt ihr wieder so Elastizität und Straffheit für eure Gesichtshaut, gerade diese Kontur hier, der ist übrigens wunderschön kühlend, es ist... Ich mache euch das gleich nachher mal vor, wie man das anwendet, dieses Teilchen. Also eingelagerte Flüssigkeit kann somit abtransportiert werden. Ist eigentlich logisch, ne? Dass wenn man sich mit diesem Massageroller, Beautyroller über die Kontur fährt. Die Flüssigkeit, die sich hier so festgesetzt hat, wird gelockert und kann abtransportiert werden. Das heißt, dass ihr wieder eine straffere Kontur erhaltet bei regelmäßiger Anwendung. Hat das natürlich auch eine sehr anregende Wirkung und eure Haut wirkt frischer und rosiger. Wie wendet ihr das Ding an? Also, nach der täglichen Reinigung, am besten morgens und abends. Also ihr reinigt euer Gesicht und tragt ein Serum auf. Ein Serum auf oder ein Öl, so ein Gesichtsöl, ein Karottenöl, ein Quittenöl oder ein Rosenöl. Es gibt ja nun ganz, ganz viele Gesichtsöle zu kaufen. Ich würde aber jetzt ein Bioöl nehmen. Geht mal ins Reformhaus oder googelt das euch. Irgendein Gesichtsöl würde ich nehmen. Oder ein schönes Serum. Eine Ampulle geht auch. Ich werde jetzt hier mal ein bisschen von, das ist jetzt Hauschka Rosenöl. Das gebe ich jetzt hier mal auf. Wichtig ist immer, also mittig ansetzen, immer nach außen rollen. Immer nach außen rollen. Die große Seite eignet sich eben sehr schön für Kinn, für diese Kinnkontur, für die Wangen, für die Stirn. Die kleinere Seite ist dafür gedacht, dass ihr hier, also nie nach unten, immer nach oben oder weg. Und auch nicht auf den Augenlidern. Einfach hier unten. Dieser Stein ist wirklich, der hat eine sehr kühlende Wirkung. Ich würde sagen, so 2-3 Minuten morgens und abends, wenn ihr die Zeit habt. Oder ihr solltet sie euch einfach nehmen. Es ist eine schöne Entspannung fürs Gesicht. Und man kann sich natürlich auch mit den Händen selber massieren, aber also ich glaube daran. Also auf jeden Fall kann man nichts falsch machen. Es passiert nichts. Schaden tut es auf keinen Fall. Ob jetzt die Wirkung... So, es wird ja immer viel versprochen. Auf jeden Fall die Regelmäßigkeit macht es. Ein, zwei machen und dann, wow, ich sehe ja gar nichts.
Fakt ist, wenn wir jetzt diese Kontur etwas erschlafft ist, dann ist es erschlafft, da können wir eben das jetzt auch nicht mehr durch so eine Massageroller anheben. Aber man kann ja ein bisschen vorbeugen, ne, dass sich eben diese Flüssigkeit nicht hier unten so ansammelt in der nächsten Zeit. Und man kann es, wie gesagt, lockern. Lockern, dass besser die Lymphe fließen kann. Und es ist auch ein schönes Ritual, eine schöne Routine für einen selbst. Dieser Stein, ich würde ihn jetzt nicht unterm Wasserhahn halten, weil dann läuft hier Wasser rein und es ist ja Metall und dann kann das vielleicht rosten. Ich würde ihn einfach mit einem Kleenex säubern, abwischen. Ich verlinke euch den gerne, der kostet 6,99 €, dieses wundervolle Stück. Kommt in so einem Beutelchen. Das ging ganz schnell, der Versand. Ganz normaler Amazon-Versand, jetzt nicht Premium-Versand. In 2 Tagen war das da. War ganz toll eingepackt, dass dieser Stein natürlich nicht kaputt geht. Das ist ja ein Stein in so einem mattierten Umschlag. Und dann war das auch nochmal in so Noppenfolie zweifach eingewickelt. Und ich bin sehr zufrieden damit. Gibt es natürlich auch wieder Preisspannen. Ihr könnt doch jetzt einen Rosenthal euch einkaufen. Also jetzt nicht von der Firma Geschirrfirma Rosen, sondern das ist so ein Organic und die kosten um die 20 Euro. Aber der macht es ja auch. Das ist natürliche Jade und ich bin wirklich begeistert und möchte euch den einfach nur nahelegen. Entspannung fürs Gesicht pur. Und ihr müsst keine Angst haben, dass ihr euch verletzt, dass ihr euch schadet in irgendeiner Form. Diese Beauty-Rolle, das ist wirklich eine geniale Erfindung. Und besonders mit diesen Edelsteinen. Es gibt natürlich auch zig andere Beauty-Rolle, Madonna Skin, irgendwie MDNA Skin, die macht doch fleißig Werbung auf Instagram. Die hat auch so einen Beauty-Roller erfunden mit so 2 Bällen, kostet um die $200. Finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, aber gut, man zahlt eben den Namen mit. Ne? Dieser Stein ist wirklich wahnsinnig kühl, also das ist so kühlend, es ist wirklich ein Gedicht. Ihr müsst es einfach fühlen, man kann das gar nicht so wiedergeben. Also so ein richtiger Energiekick, so ein Energieschub bekommt ihr. Und die Haut wirkt also entspannt und rosig. Ich denke mir, mit einem Gesichtsöl, gut, eine Ampulle geht auch, aber ich denke, mit einem Gesichtsöl seid ihr auf der sicheren Seite. Nehmt irgendein Öl, was euch beliebt, was euch gut tut, was ihr gerne riechen mögt. Das ist ja auch ganz wichtig. Über das limbische System nehmen wir auch die Düfte auf. Und ihr massiert ja damit. Also ich denke mal, so 3 Minuten sollte drin sein. Und das 2-mal, morgens und abends, nach eurer Reinigung. Ich werde das jetzt auf jeden Fall in meine tägliche Routine mit einbauen. Und ich werde sehen, ob sich meine Kontur im Laufe der nächsten Wochen oder Monate, ob sich das ein bisschen strafft. Ich habe, wie gesagt, dieses Hauschka-Öl genommen. Was noch eine Idee ist, oder nicht eine Idee, was günstig wäre für eure Haut, damit das Öl besser aufgenommen werden kann von der Haut, dieses Pflegeöl, ist es immer günstiger, die Haut vorher ein bisschen anzufeuchten. Also Rosenwasser, Thermalwasser, Traubenwasser, irgendein Wässerchen, jetzt kein Leitungswasser, was kalkhaltig ist, irgendein pflegendes Wässerchen aufsprühen, dann euer Öl, Gesichtsöl mit der Pipette, auf den Fingerspitzen, auf die Handfläche geben, schön einmassieren und dann geht ihr mit dem Gesichtsroller immer von mittig angesetzt, immer nach außen. Also jetzt nicht hin und her rollen, immer schön von innen nach außen. So. Ich wünsche euch wie immer das Beste, seid besonders gut zu euch und zu eurer Haut. In diesem Sinne wünsche ich euch ein wundervolles Wochenende und bis bald.